Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmanninger, Kirchheimer, Kaier und Asner, viele Kirchen und Baudenkmäler in Europa werden heute rot beleuchtet, wie unsere Stiftskirche und auch die Keuer Pfarrkirche, die Asner Pfarrkirche und die Kirchheimer Filialkirche. Dieser Tag heißt heute Roter Mittwoch seit 2015, macht damit das päpstliche Werk Kirche in Not darauf aufmerksam, dass Christen in aller Welt immer noch verfolgt werden. Viele davon werden auch Märtyrer. Was bedeutet Märtyrer eigentlich? Märtyrer heißt Bezeuge. Sie bezeugen ihren Glauben, wegen dem sie verfolgt werden, und nehmen dadurch das Evangelium auch ernst, denn Jesus sagt von sich: Wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er ruft uns auch auf zum Bekenntnis an ihm. In unserem Land, da versteckt man eher seinen Glauben ein klein wenig, weil man könnte ja ein bisschen verspottet werden. Aber Christenverfolgung heißt, dass Menschen ganz große Benachteiligungen wegen ihres Glaubens hinnehmen müssen. Es gibt eine Reihe von Märtyrern, die wir Jahr für Jahr feiern. In dieser Woche trifft die heilige Cäzilia, eine Märtyrerin, die in den Katakomben Roms gefunden worden ist, die heilige Katharina von Alexandrien, die auf dem gerädert worden ist, und heute den heiligen Andreas Dunlak aus Vietnam mit seinen 117 Gefährten. Papst Franziskus, er sagte in einer Ansprache: In den ersten drei Jahrhunderten sind nicht so viele Christen verfolgt worden und waren Märtyrer wie wie am Anfang des dritten Jahrtausends, in den ersten 20 Jahren dieses Jahrtausends, in dem wir jetzt leben. Das darf uns schon zu denken geben. Etwa in 62 Ländern der Erde werden Christen oder auch, das muss man sagen, man darf jetzt nicht nur immer von den Christen reden, werden auch andere Religionen verfolgt und haben Benachteiligungen. Das sind ungefähr ein Drittel der Erde, 62 Nationen und 5,2 Milliarden Menschen betrifft das. Das sind zum Teil Staaten wie auf der arabischen Halbinsel, in denen die Christen oder auch andere Religionen verfolgt werden, weil es eine Staatsreligion gibt, die keine anderen zulässt. Dann denken wir an Afghanistan. Dort sind Terroristen an der Macht, aber auch in afrikanischen Ländern, die die Religionsfreiheit einschränken. Dann gibt es Länder wie im Südteil der Philippinen, da wo Eiferer in der Religion, wo Fanaten die Macht haben und anderen Religionen das Leben schwer machen. Da gibt es aber auch Länder, die eine Staatsreligion haben und alle anderen Länder nicht dulden. Das betrifft jetzt nicht nur die Katholiken allein, da müssen wir auch all die anderen Christen mit hineinrechnen, die Orthodoxen, die Christen wie zum Beispiel in Ägypten, die Kopten. Da müssen wir hineinrechnen auch die vielen Freikirchen, die mitverfolgt werden, die vielen protestantischen Schwestern und Brüder im Glauben und all die anderen Konfessionen, die es bei den Christen gibt. Aber es werden auch immer noch Juden verfolgt oder diskriminiert. Es werden auch Leute des Islam verfolgt und diskriminiert, Buddhisten und andere. Und an die wollen wir heute denken und auf sie aufmerksam machen. Als äußeres Zeichen sind unsere Kirchen rot beleuchtet oder auch Baudenkmäler wie das Kolosseum in Rom. Und zum anderen wird in den Kirchen heute in besonderer Weise für die verfolgten Christen gebetet.
Und so wollen wir jetzt vor dem Allerheiligsten in unserer Stiftskirche, das heute für ein paar Stunden ausgesetzt ist, auch unser Gebet sprechen. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte, in deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und vielleicht könnt ihr euch heute noch ein bisschen Zeit nehmen, dass für die Christen betet, die verfolgt werden. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, führt euch gut, bis zum Samstag.